Jo, moin, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Transportgigant in einer, ja, man kann sagen, Night Launch Edition. Zu einer, ja, doch ungewöhnlichen Uhrzeit. Ich bin auch wieder nicht alleine. Ihr habt es schon gehört, der Dagumi ist wieder mit dabei. Hallöchen zusammen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht das alles noch ein bisschen optimieren können. Ja, ich bin ja schon froh, dass es beim Transportgigant keinen Nachtmodus gibt, sonst würden wir wahrscheinlich gar nichts mehr erkennen. Das ist aktuell, glaube ich, das Einzige, was in meiner ganzen Ortschaft noch Licht bringt hier. Deine Ortschaft, okay, das klingt jetzt klein. Ja. Wenn man aus Hamburg kommt und man wohnt dann in Frankfurt, ist Frankfurt eine Ortschaft. Alles klar, halten wir das mal so fest. Kommen wir zu unseren Ortschaften. Genau, so. Oder zumindest Industriezweigen, wie auch immer man es jetzt nennen will. Ja, wir haben uns natürlich so einen kleinen Plan haben wir uns wieder gemacht. Ja. Zumindest für den Beginn. Zumindest für den Anfang, genau. Und zwar werden wir jetzt versuchen, gar nicht versuchen, wir werden es einfach tun, die Hühnerfarm mit der Getreidefarm zu verbinden. Genau. Einfach um da noch einen weiteren Anfang eines Industriezweiges oder einer Industriekette zu machen. Ja. So, ich guck gerade mal, wo hier der ist da. Der Transporter mit den Eiern war. Genau. Das heißt, wir müssen natürlich wieder kleinere Umbauarbeiten machen. Aber das ist ja, wie gesagt, das, was mitunter den Reiz immer wieder ausmacht. Genau. Hatten wir ja letztes Mal schon so ein bisschen erwähnt. Ich frage mich gerade nur, achso, du hast es schon zwei verlegt, ja, das habe ich jetzt gerade irgendwie. Ja. War dann so ein Für Plan B sozusagen. kleiner optischer Fehler in meinem. Aber es ist auch schon spät, er hat es ja erwähnt. Da kann, sieht man nicht mehr alles Man so. könnte jetzt aber auch sagen, es ist schon früh. Ja, das überlasse ich jetzt euch. Es ist so spät, ist es im Prinzip auch noch gar nicht oder früh, wie auch immer. Aber ja, zum Aufnehmen ist es dann doch noch mal ungewohnt für dich vor allem. Ja, eigentlich schon. So. Ich denke mal, wir müssen. Welche Gleise sind das? Oh, je. Also das südlichste ist Du weg. musst 3 und 4 nehmen, oder? Also jetzt von, Ja. wenn du von oben anfängst zu zählen. Also diese zwei brauchen wir ja. Genau. So. Dann. Ja, Das ihr wird seht jetzt sehr das. kurvenreich, wird das jetzt hier. Ist Ihr jetzt die seht das. Frage, soll ich wirklich so einen riesen Bogen machen oder soll ich eher was Kleineres nehmen? Ja, nimm mal vielleicht das Mittelding, also die vierte Kurve oder so, ja, genau. Dass es nicht ganz so heftig wird. Weil sonst fahren die ja wirklich einmal quer. Weil ihr seht ja schon, das Gelände ist so ein bisschen unwegsam, nenne ich es mal. Es hat so seine Tücken. Vor allem, wenn ihr jetzt dann gleich seht, wie wir den Bahnhof bauen. Der kommt nämlich hier in das Gebiet, genau. Dann wird es so ein bisschen, ja, noch blöder, um da hinzukommen, sage ich mal. Aber das Ich bin am erklärt sich. Überlegen, sollten wir vielleicht diese Kurve hier auch in kleinere nehmen, dass wir ein bisschen tiefer kommen. Können wir gerne machen, ja. Ich meine, aber warum wir den Bahnhof dann so bauen, habt ihr entweder schon gesehen oder könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Aber das zeigen wir euch dann, wenn wir mal so weit sind. Wenn wir da hinten jemals ankommen. Ich lasse auch mal jetzt wieder die Zeit ein bisschen laufen, damit wir auch parallel zu unseren Ausgaben auch wieder ein paar Einnahmen haben. Beziehungsweise die neue Strecke sich da hinten baut, dass der Zug auch wieder zurückfahren kann. Ja. Ach man, jetzt kommen wir gleichzeitig. hier immer noch nicht durch. Nee, ne? Um eins. Ja, wobei die Frage ist, ob das Gelände da hinten nicht auch unwegsam geworden wäre. Ja, kommst du so auch schon nicht durch. Gut. Probier's jetzt einfach mal. Dieser ganz kleinen Kurve hier. Ja, jetzt wird es noch schwieriger, es zu treffen.
So, kommen wir jetzt noch an dem Felsen vorbei, ja. Also entweder es passt jetzt oder wir bauen es halt jetzt passend ran. Nochmal eine Kurve mehr dann. Aber scheint jetzt hier endlich zu gehen. Das ist schon mal gut. Gehen auch wieder ein paar Bäume drauf. Ja. Nee. Ich sag jetzt einfach kein mal Kommentar. Nix. Nee. So. Da ist bloß die Frage, ob du nicht wirklich ein bisschen weiter rein musst wegen dem Felsen da unten noch. Ja, hatte ich auch gerade. Ich meine, ich krieg den auch nicht irgendwie. Nee. Er ist genau zu breit. Natürlich. Was auch sonst. Ja, hat man ja auch nicht anders erwartet. Das war schon so mit eingeplant. So. Den wollen wir ganz großen komme ich nicht rum, nee. Ja. Brauchen schon. Ja, die hier. Eigentlich. Ja. Machen wir jetzt erstmal nur die eine Strecke. Das mal verbunden ist. Die äußerste vor allem. Ja. Ja, wobei da oben wird es schon nochmal spannend, ob wir mit unseren Kurven da auch durchkommen mit allen dreien. Gerade in dieser Engstelle neben dreien? Mit allen beiden. Drei, oh je. Drei Kurven wäre schon, drei Gleise wäre schon heftig. Das ist jetzt schon so ein kleiner Drehwurm hier. Ich glaube, du bist zu weit runter. Ja. Also auf beiden Seiten, glaube ich sogar. Das ist aber auch echt. Ja. Wie sehr ein das Auge doch täuschen kann. Mhm. Ist aber hier Maßarbeit gewesen. Ja. Ich bin immer wieder stolz, wenn ich das sehe, wie du baust. So, beziehungsweise, wenn ich unsere Streckenführung sehe, ja, das haben wir genau so. Das war so abgemacht. Ja. Hust, Hust. Genau. So, jetzt müssen wir mal ein klein bisschen warten, weil wir gar nicht genügend Geld haben für den Bau. Jetzt. Also jetzt müssen wir eigentlich nur noch hoffen, dass kein Zug mehr kaputt geht in der jetzigen Phase. Das wäre ein bisschen blöde. Ja. So. Aber das ist eigentlich immer blöde. Jetzt mal. Ja. So. Aber zum Glück ist unser Grundeinkommen relativ hoch. Also es geht wieder relativ schnell, meinte ich, dass wieder ein bisschen Geld auf der Kante ist. So viel dazu. Ja. Gut, ich nehme es zurück. Typ Ressler 1B. Das ist irgendwo Passagier. Wenn ich es richtig weiß. Weil ich glaube, wir haben mittlerweile überall denselben. Oder? Ne, hier ist irgendwas anderes. Ich meine, der blaue war immer noch für Passagiere. Wir haben gesagt, okay, wenn die restlichen dann abrauchen, dann rauchen sie ab und wir ersetzen sie dann. War das ein blauer? Tesla, ja, 1B. Okay, also wir brauchen jetzt hier und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man das irgendwo hier ablesen. Also wir sind jetzt hier irgendwas in Mittelrau nach irgendwo. Sind schon wieder so viele leere Fahrpläne. Nein! Aber es müsste der hier sein. Drau Nord nach Helmfurt Nord. Ja, super, da steht ja gar nichts. Ah, jetzt? Ja. Okay, gut. Also Mittelrau Nord, das wäre hier, Helmfurt Nord. Ist gerade hoch, oder? Genau. Nee, links. Da links. Gerade hoch haben wir nicht, weil. Achso, ja. Zwischen Mittelrau und irgendwas mit Wald, irgendwie, wie hieß es noch? Heerwald. Mhm. Besteht nur eine einseitige Beliebtheit. Also die Heerwälder wollen gerne nach Mittelrau, aber die Mittelrauer wollen von Heerwald gar nichts wissen. Aber fährt da nicht ein Zug mit Passagieren Richtung. Oder ist das Post? Habe ich jetzt gerade leider nicht genau gesehen, was da Richtung. Nee, ist es Post. Ist Post, ja, sehe ich. Ja, das fährt nach, aber hier nicht nach Heerwald, sondern nach Helmfurt. Ja, den du jetzt ausgewählt hast, fährt aber ja auch nach Helmfurt. Das genau. Heißt, da fehlt der Zug, wenn ich es richtig sehe.
Weil da ist auch auf den Gleisen keiner mehr. Nee. Nee. Gut, dann ist das der. Gut. Was immer rauszufinden ist, aber auch ja, drei Fragezeichen, sage ich nur. Das Geheimnis der magischen Züge. Der explodierenden Züge, ja. Das kommt noch erschreckend hinzu, ja. Das klingt einerseits besser, andererseits für uns nicht so gut. Ich glaube, ich habe auch herausgefunden, warum sie bei mir früher nicht so häufig explodiert sind. Ja, warum? Weil wir, glaube ich, irgendwo Einstellungen schwer gemacht haben. Und die Dinger dann, glaube ich, wesentlich empfindlicher sind. Ja, wir wollten es aber auch so haben, ne? Ja. Ist ja realistisch, dass die Dinger alle 5 Minuten in die Luft fliegen. Ja, wir haben deutsche Bahnverhältnisse geschaffen. Also, ich meine, das soll uns mal einer nachmachen. In einem Let's Play, ja. Wenn wir uns gut schlagen, schicken wir dieses Let's Play auch an die Deutsche Bahn. Sie sollen noch mal, sich mal ein Beispiel dran nehmen. Genau. Wobei solche Kurven mitten durch die Landschaft, naja, ich weiß nicht. Aber gut. Ich wollte gerade sagen, die Deutsche Bahn kriegt es doch gar nicht so hin, dass sie so, ich meine, so grazile Linien macht wie wir hier. Das wird ungefähr so aussehen bei denen. Ja, ja. Und selbst das ist noch zu grazil wahrscheinlich. So. Wir schicken wieder Züge auf die Reise. Genau. Die wir uns nicht leisten können. Ja, ich spule mal ein bisschen vor. So, der braucht jetzt Getreide, also der kriegt 3, aber wir hatten uns ja eh geeinigt, dass wir eigentlich nur noch diesen zumindest Zuverlässigkeit sehr guten Zug nehmen wollen, ne? Mhm. Aber der hat auch 3, oder? Ja. Also der kriegt 3 mit. Ich weiß nicht, genau. Was die anderen jetzt hier so. Ja, wir. 7 wäre schon schöner, aber naja. 5. Ja, 7 war ja dieser kleine Flitzer, der innerhalb von 3 Sekunden drauf geht. Der es nicht schafft, mal 10 Meter von A nach B zu fahren, ohne drauf zu gehen. Das ist der Dodge unter den Zügen sozusagen. Nett anzuschauen, aber trotzdem schnell kaputt zu gehen. Gut. Naja, gut, dann lass man halt mit 3 hin und her pendeln. Ja, denk mal, langt ja auch. Der hat. Ja. Eine Jahresproduktion ist das ja. Es wird ja eigentlich nur zu Ernte ab Oktober bis ich weiß gar nicht wo. Mhm. Abgeerntet. Aber die Strecke ist eigentlich so lang, der ist garantiert wieder 2 Monate unterwegs oder so. Eine Strecke wahrscheinlich, 2 Monate, ja. Ja, noch kommen. Ressler 1B, ja, das sind wahrscheinlich noch die Restbestände. Weil ich glaube, die haben wir größtenteils austauschen wollen. Ja, also irgendwas von Oberskirchen. Ja, das. Es ist wieder Detektivarbeit gesucht. Gefragt. Oberskirchen. Nach Henfurt Nord. Jo. Alle nach Henfurt Nord. Also Sorgen mache ich mir eigentlich erst dann, wenn diese Grünzüge auch anfangen abzurauben. Dann haben wir definitiv entweder was falsch eingestellt oder schwer ist einfach nicht gut für uns. Ja, vor allem wird es auf Dauer ziemlich teuer. Ja, aber wir wollten es ja nicht anders. Genau. Nur für euch. So, ich würde sagen, die Strecke Getreide zur Eierfarm steht mittlerweile. Mhm. Und fährt sogar auch schon wieder zurück. Ja. Die Fabrik Stadt Herewald für Fahrgäste. Oh, das ist gut, da haben wir ja schon ein paar, ne? Die Fabrik Stadt Herewald, okay. Ist das eine Fabrik? Die Pfalz. Oh ne, jetzt explodieren hier noch die alten Postzüge, oder wie? Was ist denn Crampton? Crampton war dieses Zwischenmodell, glaube ich. Dieses andere, ja, das da, ja. Crampton, die Pfalz, genau. Aber die ist doch eigentlich auch sehr hoch. Naja. Oder war das eine von denen, die wir überlastet hatten damals schon? Guck mal, das ist Zuverlässigkeit genauso gut wie die Grüne. Ja, sehr gut, eigentlich. Eigentlich sehr gut. Eigentlich.
Die Frage ist, wir hatten, glaube ich, von den Crampton die Pfalz auch welche, die wir überlastet hatten, so ein bisschen. Kann das sein? Ja, die Postzüge mit 111% oder so. Vielleicht war das nicht so gut. Dass wir so da wirklich von der Auslastung her wirklich unter 100% bleiben müssen. Oder gerade so an 100% ran. Sonst verpacken die das vielleicht nicht. Mhm. Ich habe so eine Vermutung, ja, wahrscheinlich der hier. Naja. Also einfach mal, ja, 104 ist dann schon wieder, ich meine, 111 war schon Explosionsgefahr, ne? Ja, ist die Frage, ob wir wirklich auf 104 gehen wollen. Oder ob wir nicht sagen, ja gut, 8, ich glaube 3 ist ja eh eins mehr als wie das, was der andere geschafft hat. Ja. Deshalb passt das eigentlich ganz gut, finde ich. Also. Und dann, wenn der jetzt natürlich auch irgendwann mal abbraucht, ich meine, dann frage ich mich schon, was wir da machen. Weil wir haben hier auch Züge, guck mal, der nimmt jetzt 2 mit, das ist ein älteres Modell. Den haben wir auch schon auf 86, ja. Das heißt, der jetzt explodiert ist und mit 2 unterwegs war von Mitterau. Auch 86. Der ist auch nur mit 86%iger Belastung gefahren. Okay. Vielleicht sind die auch einfach mit der Zeit zu alt. Und altern so schnell, dass sie halt irgendwann mal einfach explodieren.